Gesundheit braucht Verstand. Wir beschäftigen uns heute mit einem Funktionsraum, in dem die Zunge wirkt. Wir lassen uns im wahrsten Sinne des Wortes Informationen zur Zunge auf der Zunge zergehen. Unsere Zunge hat viele Aufgaben. Wir brauchen sie beim Sprechen und müssen sehr koordiniert die Laute bilden. Sie muss immer am richtigen Platz sein, damit sich der Laut richtig anhört, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche. Wir brauchen sie zum Schmecken, die Geschmacksknospen auf der Zunge. Es sind für 5 verschiedene Grundgeschmäcker sind sie ausgerüstet, nämlich für süß, sauer, salzig, bitter, Umami, das ist ein Fleischgeschmack, den hat man erst relativ spät entdeckt, dass der da auch von der Zunge realisiert wird. Wir brauchen die Zunge auch, wenn wir essen, trinken, schlucken. Wenn wir Speise in den Mund einbringen, legen wir diese Speise auf die Zunge. Und jetzt beginnen wir zu kauen. Dabei muss ja die Speise zwischen die Zähne kommen, denn da wird sie ja zermahlt zwischen den Zähnen und das leistet schon die Zunge. Und dann rutscht hin und wieder auch mal so ein bisschen von der Speise in die Wangen und die Zunge holt. Während sie kauen, holt sie diese Teilchen da raus aus der Wange, bringt sie wieder zwischen die Zähne und sie können in ihrem Rhythmus weiter kauen. Das ist ein sehr spezifischer Reflex, der Zungen-Unterkiefer-Reflex, der tatsächlich dann gut funktioniert, wenn die Zunge gut funktioniert. Er kann aber auch Abweichungen haben, wenn es mit der Zunge nicht so richtig klappt. Schauen wir uns erstmal an, wie sieht denn eigentlich die Zunge überhaupt aus und woran erkennt man denn, ob sie funktioniert oder nicht funktioniert? Die normale Form der Zunge sieht etwa so aus wie meine Hand, die ich umgekehrt auf den Tisch lege. Dann sehen Sie, meine Finger zeigen nach oben, fallen nicht auf den Tisch. Sie müssten ja eigentlich von der Gravitation her nach unten fallen, tun sie aber nicht, weil Muskel und Sehnen sie festhalten und sie zeigen nach oben. Genauso arbeitet unsere Zunge. Die Zunge ist an einer Seite nur fest und sie beinhaltet Muskeln, Längsmuskeln, Quermuskeln und Muskeln von oben nach unten, die der Zunge eine spezielle Form ausgeben. Aber nur dann, wenn die Muskulatur nicht verstellt worden ist. Und das passiert oft schon in früher Kindheit. Das heißt, wenn Zungen schlaff sind, und das sieht man sehr schön, ich habe Ihnen auch ein Bild dazu mitgebracht, wenn Zungen schlaff sind, dann haben die auch eine spezielle Form. Sie sehen breit, schlaff, groß aus, sie haben Eindrücke von den Zähnen an den Rändern, sie haben Beläge und so weiter. Das ist mal schon in früher Kindheit verursacht. Kann aber auch verursacht sein, weil zum Beispiel ein Zungenbändchen zu weit vorne angewachsen ist. Ich habe auch dazu mal ein Bild, dann sehen Sie das in etwa, was da mit der Zunge passiert. Also eine Zunge, die nicht richtig funktioniert, der sieht man es an. Ebenso hat es immer spezifische Folgen, zum Beispiel Zahnfehlstellungen, Kieferprobleme und so weiter, die dadurch ausgelöst werden. Aber mit der Zungenbewegung, zum Beispiel beim Schlucken, werden ganz bestimmte andere Funktionen ebenso ausgelöst. Zum Beispiel wird die Ohr belüftet, zum Beispiel wird der Kehlkopf angehoben, was für Stimmbandspannungen und so weiter entscheidend ist. All das stellt die Zunge präzise ein, aber nur dann, wenn sie korrekt funktioniert. Funktioniert es nicht korrekt, dann gibt es Probleme. Wie muss sie nun korrekt funktionieren? Erstmal habe ich gerade gesagt, sie hat eine Grundspannung und diese Grundspannung gibt ihr eine Form. Es wird häufig von Zungenruhelage und so weiter gesprochen. Kann es nicht geben am lebenden Menschen. Der lebende Mensch ruht in keiner Phase. Selbst wenn sie schlafen, ruhen sie nicht. Auch dann gibt es noch Verlagerungen, Bewegungen und statische Veränderungen, die auf ihren ganzen Körper wirken. Natürlich auch auf die Zunge. Also die Zunge ist da oben nicht angenäht und nicht angeschweißt, sondern sie ist in eine Position orientiert. Wir müssen also unterscheiden. Sie hat eine Form, die ihr eine gewisse Richtung vorgibt, eine gewisse Haltung vorgibt und sie hat eine Bewegung, die sie aus dieser Form heraus ableitet und ausführt. Die Zungenspitze liegt also, ich beschreibe es mal, wenn hier unsere Zahnreihe ist, liegt die Zungenspitze unmittelbar hinter dieser Zahnreihe. Wenn man das mal abtastet im Mund, Sie fangen mal hinten an, rutschen mit der Zunge nach vorne, da kommt so ein kleiner Hügel und dieser kleine Hügel, der ist der Punkt, wo die Zungenspitze angelagert sein soll. Und zwar ist sie immer in diese Richtung orientiert. Das heißt, sie liegt nicht ganz präzise immer da. Wenn ihr Kopf auf der Seite liegt, dann rutscht natürlich auch der Unterkiefer zur Seite und mit ihm die Zunge. Aber sie ist immer dahin orientiert. Wenn Sie einmal geschluckt haben, dann ist der Zungenrücken
auch oben zum Gaumen orientiert und liegt auch da oben an. Also wie so ein kleiner Delfin liegt die Zunge dann im Mund. Und das ist die richtige Spannung der Zunge, die sie braucht, um korrekte Funktionen ausführen zu können. Nur dann. Gibt es Abweichungen? Gibt es Probleme? Ganz bestimmte zusammenhängende Funktionen können nicht korrekt ausgeführt werden, sondern werden allein kompensatorisch ausgeführt. Das heißt, die werden irgendwie so über Umwege erledigt. Man kommt zum gleichen Ergebnis, man schafft das auch, man hat aber hin und wieder schon das Gefühl, so richtig klappt's nicht, weil ich verschluck mich oft oder ich beiß mir schon mal häufig auf die Zunge und, mir tun die Kiefergelenke weh oder ich habe Probleme mit den Ohren oder sogar mit der Nackenspannung. All da spielt tatsächlich diese Zungenhaltung, Bewegung rein. Das erstmal genug für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken Sie es bitte. Leiten Sie es weiter an Ihre Freunde und Bekannten. Schreiben Sie einen Kommentar unter das Video oder stellen Sie Fragen. Wir bemühen uns, sie möglichst schnell zu beantworten. Drücken Sie auf Abonnieren und die Klingel, die daneben ist, dann werden Sie immer informiert, wenn wir ein neues Video senden. Ich danke Ihnen für heute. Tschüss.